Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Diese Videos richten sich ja vor allem an Einsteiger in diesem Bereich. Und jetzt geht es hier in diesem Fall jetzt um Notizen. Und du wirst dich vielleicht aus einem vorgehenden Video noch erinnern können. Bei einer Bildschirmpräsentation, die man hier zum Beispiel starten könnte, gehen wir mal hier auf diesem Video. Wenn ich hier ab aktueller Folie nehmen würde und das Video starten würde, kann ich mir ja hier in dieser Referentenansicht hier dieses dann vorstellen, wie das eben ausschaut über den Beamer und kann dann hier in diesem Bereich hier dann auch dann mir das nächste Bild dann darstellen lassen und könnte hier mir dann zum Beispiel Notizen darstellen lassen, die ich zu diesem hier gerade über den dementsprechenden Beamer gezeigten gemacht habe. Wie das jetzt geht, wie man Notizen macht zu diesen einzelnen Folien, zeige ich dir jetzt. Das gebe ich einmal hier heraus. Es gibt ja mal eine einfache Möglichkeit, das gibt es ja bei jeder dieser Folien, Notizen zuzufügen. Es ist dann hier unten, ich schreibe dann hier rein, hier erzähle ich etwas über Notizen. Kann ich das praktisch hier in dieser normalen Ansicht machen. Und ich kann aber natürlich auch in einer anderen Ansicht das machen. Wenn ich hier auf Ansicht gehe, gibt es eine eigene Ansicht, wo ich hier diese Notizen mir dann anschauen kann. Die könnte ich hier dann nochmal gestalten, wie diese Notizen dann tatsächlich ausschauen. Ich mache das hier wieder Schluss. Und gehe dann hier jetzt in dem Fall dann, wenn ich hier dann diese Notiz gemacht habe, zu einer anderen Folie und sage, hier ist eine Hierarchie aus dem Mittelalter. Wenn ich das jetzt hier mache, wieder zu dieser Präsentation dann starte, gehe auf Registerkarte Bildschirmpräsentation auf aktueller Folie, dann siehst du hier, sehe ich diese Folie hier eingeblendet, wie es auch über den Beamer dargestellt wird, und hier habe ich eine Notiz dazu. Und diese Notiz ist aber für die Zuseherinnen und Zuseher meiner Präsentation nicht sichtbar. Wenn ich jetzt hier zur nächsten Folie gehe, habe ich hier wiederum die Notiz zu dieser Folie hier, und da steht, hier erzähle ich etwas über Notizen. Man kann dementsprechend dann auch hierher gehen und könnte zum Beispiel sagen, okay, ich mache das größer, weil ich gerade meine Lesebrille nicht dabei habe. Ja, je nachdem, wie viele Notizen ich habe, macht es dann einen Sinn, das hier für mich dann hier auf meinem Laptop zum Beispiel größer darzustellen. Jetzt gehe ich wieder heraus und habe dir erzählt, wie ich diese Notiz mache. Ich kann es natürlich dementsprechend dann auch, wenn ich hierher gehe, auch dann wieder natürlich dann entfernen. Ich kann es dann hier herauslöschen, könnte sie dann auch wieder herauslöschen. Ja, ich hoffe, du hast hier einiges jetzt über diese Notiz erfahren, wie man sie auch praktisch verwenden kann während einer Präsentation, und freue mich schon auf dich, wenn du mich deinerseits dann siehst beim nächsten Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte.